Und jetzt verwandle ich mich mit reiner Gedankenkraft in meine Reptilienform. Eigentlich brauche ich ja nicht viel erklären. Denn wer Augen, Ohren und ein funktionierendes Gehirn hat, konnte das schon immer erkennen. Dem Kommerz geht es nur um Aufmerksamkeit, damit die Leute da draußen die Platten und den Merch kaufen, das Zeug streamen oder auf deren Konzerte gehen und damit möglichst viel Airplaytime entsteht. Und damit GEMA-Gebühren anfallen, damit das eigene GEMA-Ranking erhöht wird. Manchmal hat man das Gefühl, die Sender hier vor Ort, die haben das ein bisschen vergessen, nicht? Weil die natürlich Warner und Universal auf dem Schoß sitzen, jeden Tag. Ne? Ey, spielt mal was von uns, läuft sowieso nicht, aber wenigstens spielen dürft ihr nicht. Ja, wir werden ein bisschen vernachlässigt. Ich habe das mal gesagt, einem Redakteur, der viel zu sagen hat, die sitzen euch auf dem Schoß, die großen Firmen. Deswegen hört man manchmal nur die, die ihr wollt. Ne? Im Übrigen mal zum Thema Radio. Erwähnt sei mal, dass über 90% der Künstler nicht bei einem Label sind und somit nicht bei der GEMA registriert. Aber 100% der Musik, die im Radio läuft, ist ausschließlich GEMA-Zeug. Verstehst du das nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz? Dabei ist denen jedes Mittel recht, sich zu profilieren und mit Solidarität oder sowas zu heucheln, ist nur eine Sache, die man da nutzt. Das ist ja schließlich kostenlose Promo, beziehungsweise das ist sogar Promo, für die man am Ende Geld erhält oder Sachwerte. Beweise, dass vieles durch das Management oder die Plattenfirma gesteuert wird, gibt es ja zahlreiche. Und da ihr alle so Wikipedia-affin seid, braucht ihr ja bloß mal auf die Seiten von Tic-Tac-Toe, Avicii, In the Garden und so weiter zu schauen. Ganz schlimm ist das derzeit sogar mit diesen ganzen K-Pop-Bands, die extra gecastet werden und wo alles bis ins kleinste Detail vorhergegeben wird, wie die sich zu geben haben, was sie zu sagen haben und auf welchen Veranstaltungen sie rumturnen sollen. Und auch wenn man ganz genau zuhört, merkt man, wie dort versucht wird, die Dinge in irgendeine Richtung zu beeinflussen. Das Ganze kann aber natürlich auch nach hinten losgehen, wie im Fall von Gil Ofarim. Diese Künstler werden dann einfach irgendwo hingeschickt, beziehungsweise es werden Dinge arrangiert, wo sie dann auch was Passendes und Vorgegebenes sagen sollen. Und ihr dummen Leute glaubt dann auch noch, dass die sich wirklich für irgendeine Sache einsetzen oder irgendeine Sache verurteilen. Toppen kann ich das Ganze jetzt nur noch, dass die Zuhörer teilweise sogar angelogen werden und ihnen Dinge erzählt werden, die gar nicht so frei ablaufen. Wie ja schon gehört, versuchen die Labels darauf zu drängen, ihre Leute bei gewissen Events zu platzieren, und das ist beim Ö3 Weihnachtswunder nicht anders. Als freier Künstler also spontan dahin zu gehen
Und für die Spende, die man dann abgibt, seinen eigenen Song zu wünschen, ist grundsätzlich unmöglich. Der Grund ist nämlich das hier. In der Filmautobahn Richtung Graz, zwischen Inzersdorf und Klaus Sperre, wegen Wartungsarbeiten zwischen beiden bis morgen 5 Uhr früh. Dafür kehrt es so lange über die B138 umgeleitet. Und jetzt Stunde 11 der 120 Stunden live aus Innsbruck. Die folgende Sendung ist für Playlist. Akkord, Da wird also den Zuhörern vorgegaukelt, ihr Song würde gespielt werden, weil sie gerade gespendet hätten. Dabei ist die Playlist und eventuell sogar die Zeiten vorgegeben. Und auch ist auffällig, wenn Künstler dort eingeladen werden, dass das Ganze offenbar vor Wochen oder vor Monaten schon arrangiert wurde mit allem, was dazugehört. Für mich ist das alles ein ganz klarer Betrug. Vor allem, wenn die dann behaupten, dass diese Künstler angeblich spontan vorbeigekommen sind. Und apropos Betrug. Genau das gleiche gilt natürlich auch für YouTuber und Influencer. Diese Leute versuchen genauso nur, sich zu profilieren und mit einem tages- bzw. wochenaktuellen Thema unter Bewerbung des Inhalts Klicks zu generieren, um damit Kasse zu machen. Diese Leute kümmern sich eigentlich um das eigentliche Thema und sie sind nur daran interessiert, wie sie euch das Geld aus der Tasche ziehen können. 2019 habe ich bereits das hier geschrieben. Und genauso tritt es jetzt ja auch ein. Denn diese Fälle wie Kliman, ApoRed und Co. sind erste Hinweise darauf, wie es läuft. Auch glaubt ja wohl keiner von euch im Ernst, dass diese Leute mit ihren Schrottpressen oder Highspeed-Kameras sowohl ihr Equipment als auch das, was sie da zerstören, selbst bezahlt haben. Das sind alles versteckte Product Placements, die natürlich teilweise auch, selbst wenn es nicht gut geht, erst richtig gute Promotion für den Hersteller sein können. Auch ist kein Geheimnis, dass Sennheiser und Co. die Ausrüstung stellen. Und im Gegenzug ist dann natürlich das Logo dann weiterhin zu sehen. Also jeder andere würde höchstwahrscheinlich das Logo abmachen oder das Ding umdrehen, damit das nicht zu sehen ist. Und auch kein Geheimnis ist, dass teilweise auch Firmen Dinge ausprobieren und dann als Shirt oder Hose bzw. als Regal platzieren. Und die Leute wollen das dann eventuell haben und rein zufällig taucht das Ding dann als Exclusive Edition im Shop auf. Aus Marketinggründen gibt es aber kaum einen, der das zugibt, weil es natürlich geschäftsschädigend wäre. Jeder möchte die Vorteile nutzen und Geld kassieren und eigentlich sollten wir diese Trolle nicht auch noch weiter füttern und ihnen zuhören oder zuschauen. Allerdings seid ihr alle nur Menschen. Von euch kann man nichts erwarten. Ihr seid alle zu beschränkt und glaubt nur das, was ihr glauben wollt. Und hinterfragt viel zu selten Dinge, wo man Dinge hinterfragen sollte. Ihr macht das immer nur an den falschen Stellen. Und also eines Tages euer Untergang sein.